Hallo und herzlich willkommen, meine Buddies, zu einem neuen Let's Play Together Cube World mit mir und dem Psycho LP. Hallöchen! Und der Psycho hat hier einen sehr lustigen Froschmann, der Froggy heißt. Und ich habe unseren Punky, den ihr ja schon aus zahlreichen Let's Plays kennt. ich glaube, 5 oder so habe ich jetzt aufgenommen. Ja, ich glaube, 5 hast du bis jetzt hochgeladen. Ja, und wir haben uns jetzt hier cool bossmäßig auf so einen Hügel gestellt, um einfach mal einen richtig geilen Start ins Level zu haben. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal auf die Karte, oder? Wo wir überhaupt sind. Ja, wäre gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier auf meinem Gamepad... Ja, auf jeden Fall ist neben uns direkt eine Burg. Oh Gott, ich laufe ja, während ich in der Karte bin. Eine Stadt, Burg, oh Gott. Ja, eine Stadt haben wir hier links, beziehungsweise in die Richtung, wo ich jetzt gerade gucke, ist die Stadt. Und dann haben wir hier hinten auch noch ein Areal, wo wir eine Aufgabe erfüllen könnten. Ja. Ich war schon öfters auf dem Server, das heißt, ich habe schon ein paar Sachen erforscht, aber es, ja. Naja. Sollen wir uns erstmal zur Stadt begeben, würde ich sagen, um erstmal diese zu zeigen und zu erkunden nochmal kurz. Ja. Und hier schön über die Bäume laufen, wie man das auch im wahren Leben immer so gerne macht, ne? Eben. Ist immer so schön, mal durch die Natur zu hopsen. Genau. Und was sind das hier oben? Brunnen oder was? Hier ist so ein rotes Dach. Ah ja, das müsste ein Brunnen sein. Genau. Ja, Cube World, ne? Ich denke mal, in deinem Let's Play zu Cube World hast du bestimmt auch schon einiges darüber erzählt. Ich habe bis jetzt das LP noch nicht angefangen. Achso, du hast das LP noch nicht angefangen. Aber du hast wenigstens schon einen Charakter, der ist auf Level 2. Ich bin jetzt hier gerade auf Level 4. Das kommt eben durch die Let's Plays, die ich jetzt schon mit aufgenommen habe. Ich dachte, die Stadt fängt schon hier an, aber das sind nur so Motels oder irgend sowas. Ja, das ist sozusagen die Vorstadt. Und ja. Ich kann nicht auf den Mond reiten, oder? Nee, schade. Nein, bitte nicht. Kann ich den hier schon schlagen? Nein. Also hier sind wir jetzt offiziell in der Stadt drinnen. Stimmt, sonst würden die uns auch angreifen, ja. Ja, weißt du, wofür die ganzen Sachen in der Stadt sind? Naja, es gibt verschiedene Distrikte, das weiß ich. Jetzt zum Beispiel diesen Tierdistrikt. Ich denke mal, das ist für wahrscheinlich der Tierdistrikt, weil hier so viele Tiere rumlaufen schon am Anfang. Mhm. Den Handelsdistrikt, wo man halt so verschiedene Gegenstände kaufen kann von allem möglichen Zeug, was man eben auch so finden kann, von Monstern auch sammeln kann und so weiter und so fort. Was haben wir noch für Distrikte? Den Crafting-Distrikt, wo man sich selber Sachen herstellen kann. Ich weiß, da gibt es ja dann diese Ambosse. Oder ja, ich habe auch schon meinen Zauberstab ein bisschen verbessern können das letzte Mal. Hier bei den Innen müssten ja eigentlich... Das sind Betten, glaube ich, drin, ne? Genau, das sind Betten drin, ne? Ich müsste mich auch mal kurz schlafen legen, weil ich habe vorhin doch schon mal gegen den Ork gekämpft. Und außerdem bin ich auch von der Klippe runtergefallen. Ich mache extra mal Licht für dich an. Dass du auch so wunderbar einschlafen kannst. Ich finde das auch scheiße, dass wenn man dann so eine Treppe mal hochläuft und plötzlich ist man außerhalb des Gebäudes, sieht man nicht mehr, wo man eigentlich läuft. Ja, kleine Frage, läuft das bei dir auch flüssig, also der Server? Ja. Weil mein Internet ist ja nicht gerade das Beste. Weil es kann schon sein, dass manchmal die Spieler ein bisschen ruckeln oder lecken. Also bei mir läuft es eigentlich ganz gut aktuell. Aktuell. Ja, also ich habe jetzt noch keine Probleme, es kommt vielleicht dann... Huch, was war das denn? Oh Gott, war das laut, hast du das gehört? Ja, ich weiß auch nicht, was es war. Das, ich habe den Mann da, oder Frau... Ach, die, wenn du diese komischen Typen anquatschst. Ah, hör auf! Entschuldigung, war Absicht, nein. Okay, bist du schon wieder draußen? Ich bin gerade draußen, weil ich gucke jetzt gerade, in welchem Distrikt wir sind. Wir sind im Trading-Distrikt. Und was habe ich denn eigentlich in meinem Inventar so mit mir mit... Weil ich glaube, ich habe letztens ja ein Leftover gefunden. Weißt du, was Leftovers sind? Ja, die labern ja manchmal, dass man die Leftovers irgendwie in die Stadt bringen soll. Genau, und es gibt da so einen Typen, der kann... Also es sind sozusagen die Artefakte. Und du weißt nicht genau, was dieses Artefakt ist am Ende. Und da gibt es so einen Typen, der kann das identifizieren. Ah ja, das ist diese Lupe. Ja. Müsste hier irgendwo sein. Ich suche das gerade, weil ich habe von so einem Boss... Also ich hatte so eine Aufgabe erfüllt, wo diese zwei Schwerter drüber sind. Ah, hat cool. So einen Typen gekillt. Ah, ich sehe sie, da hinten ist er. Ah, cool. Und der hat natürlich so ein Leftover hinterlassen und manchmal können das richtig coole Gegenstände sein. Was heißt das auf Deutsch? Überbleibsel, würde ich mal sagen. Ja, oder? Sowas in der Art. Oh. Also ich sag gerne mal Artefakt einfach dazu. Oh, jetzt wird es gleich laut. Nee, doch nicht. Blablabla, sagt er. How are you? I'm fine. Identify. Okay. How are you? Da auch mal Clean Cotton Boots hat er mir jetzt identifiziert.
Aber die sind nur für den Rogue. Was Hey, ist ich bin ein Rogue. Gib ist mir deine das. Klasse Rogue, ne? Warte mal, ich Ja, guck. ich habe auch Ich ein gehe mal paar raus, Sachen. weil sonst sehe ich nichts. Ja, ich habe auch ein paar Sachen für den Marke, ja, übrigens. Also, falls du was brauchst. Das sind auch. Nein, stimmt. Habe ich alles in bei meinem anderen Guck Charakter. mal, kannst du das aufheben? Ja, das ist ein Cotton Boots, aber das ist erst für Power 10. Das macht ja Also kann nichts. ich das Steckst du nicht. schon mal ein, hast du für Eben. später. Also, wenn ich Level 3 bin, müsste ich es eigentlich verwenden Hast gesehen, können. das ist so ein grüner Gegenstand. Also das heißt, es gibt ja auch unterschiedliche Gegenstände sozusagen. Dass die weißen sind halt die normalen und die grünen sind sozusagen die etwas besseren. Ich weiß nicht, ob es dann noch blaue oder so gibt, wie bei Diablo und World of Warcraft Ja. der Art. Hier haben wir den Crafting District. Ja, ich schaue die ganze Zeit hier auf mein Gesicht von diesem Froggy, aber ich find das mit dem offenen Mund ist lustig, aber wenn ich da irgendwie lange reinschaue, bekomme ich irgendwie Angst. Ja, das ist einfach, wenn du jetzt hier so durch die Gegend läufst, weißt du, und hast den Mund offen, da fliegen ja die Fliegen rein und musst ja immer was essen nebenbei, ne? Ja, eben, die Frösche sind ja dafür bekannt, dass sie Fliegen essen. Genau. Oder ist das nur ein Vorurteil? Glaube eher nicht. Das Also müsstest du hier ja wissen. hast du eigentlich Eisenerz oder so? Weil hier am Ofen kannst du das zu Ja. Iron Cubes Habe machen. ich. Ich brauche aber Holz, weil ich ja nur solche Holzstöcke und so nehmen kann. Ich kann gar nicht so viel mit Eisen anfangen als Charakter selbst. Übrigens, ich habe da noch irgendwas gefunden. Ich kann dir mal kurz sagen, was ich so alles habe. Was bringen eigentlich diese Formulas? Das sind Formeln, die kannst du lernen und dann kannst du das herstellen. Lol, aber ich habe da einen für den Magier, ja, den gebe ich dir mal, okay? Oh, das wäre natürlich nicht schlecht. Ich glaube, ich habe gar keine Formeln für irgendwas gerade. Ich habe zwei gelernt letztens. Eine hatte was mit dem, wie heißt es nochmal so schön? Mit diesen Cotton Boots oder so hatte das Cotton zu Boots, tun. genau, Baumwolle ist das, ne? Glaube ich. Ja. Was habe ich Übrigens, hier? was Ach doch, ich sagst habe was du? für dich. Guck mal. Cool, ja, yeah, lecker. Was? Nein, das sind Formen, das ist nicht lecker. Gut, So, ich das schau habe ich mal auch gleich kurz. mal gelernt. Rechtsklick ist dann, kannst du das genau lernen und kannst das dann später an einem Webstuhl oder so herstellen, wenn du die Materialien dafür hast. Ich weiß, und ich habe auch, naja, das war nicht richtig eine Höhle, aber ich habe offline mal ja, so einen Schimmer-Mushroom gefunden. Oh ja, habe ich auch welche. Was bringen Die die? machen einfach nur Licht, glaube ich, aber ich weiß nicht, vielleicht kann man die später verwenden. Weißt du, was ich suche? Was suchst du Die denn? Holzverarbeitung. Hier Da haben kann ich wir mal kurz auf die Map schauen. Stoff. Hier haben wir Eisen. Das wird, glaube ich. Oh, ich weiß, wo es ist. Folge mir mal. Du siehst mich ja auf der Map eigentlich. I follow. Hier I müsste es follow. sein. Das ist So. Holz. Ah ja, genau. Ich will mir nämlich so ein paar Cubes herstellen, Ja, mache ich auch gerade. weil ich So. brauche die nämlich für meinen diesen Stab, den ich hier habe, siehst du ja, ne? Ja. Und den kann ich damit ja verbessern. Das habe ich das letzte Mal schon mal probiert und so richtig wusste ich jetzt noch nicht genau, was, wie man das machen kann. Ich glaube, Workbench, kann man das Ist hier? das eine Nee. Workbench? Yay, Minecraft-Style. Nee, Workbench brauche ich nicht. Ich brauche. Ach, da muss ich wahrscheinlich zum Schmied gehen, oder? So, ja, glaube ich auch. Scheiße, ich muss wieder zurück zum Schmied gehen. Weil man kann ja diese Cubes sozusagen wieder an die Waffe einfügen, ne? Ja, glaub Ah, schon. hier, Aber. Customization Bench ist das. Ja, weißt du jetzt eigentlich, wie man die Waffe verbessert? Ja. Weil mein Schwert würde ich auch gern verbessern. Das müsste ich dann höchstwahrscheinlich mit Eisen machen. Ja, Habe ich ja wahrscheinlich. ein bisschen was. Und wo soll ich das dann machen? Ich gehe mal Du zum musst ja Schmied, auch check an mal diese kurz. Customization Bench gehen, wo ich gerade bin. Ah, Punky. Da. Kostüm. Was? Ah, Customization Bench. Achso, okay. So, dann Ja. kannst du sehen, da kannst du deine Waffe mit Rechtsklick sozusagen reinziehen in dieses linke Fenster. Okay. Aber, hä? Geht irgendwie nicht. Also einfach rechts anklicken. Rechts. Ach so, ja, Und dann cool. ziehst du deine Waffe und dann hast du doch oben diese Cubes, ne? Oben links. Genau. Dann klickst du einfach an und kannst jetzt an verschiedenen Punkten deiner Waffe diese Cubes neu anbringen. Und für jeden Cube, den du da anbringst, sozusagen, erhält deine Waffe einen extra Bonus. Bei mir ist es zum Beispiel Schaden jetzt gestiegen, weil ich 6 Cubes dran habe auf 8,6. Ich habe hier Spirit plus 1. Und du siehst auch unten Upgrades so und so viel von 32. Bei mir kann ich zum Beispiel 32 Cubes anbringen, um meine Waffe zu verbessern, und momentan habe ich 7.
Ja, nochmal Spirit und nochmal Spirit. Gott, ganz viel Spirits Was hier. fügst du ein? Eisen. Eisen. Ja. Ich weiß auch nicht genau. Holz So. findet man sehr schwer, muss ich sagen. Ich habe immer versucht, Holz zu finden, aber Holz findet man wohl recht schwierig. Das Oh Gott, Lustige das ist, sieht man ja. man Das sieht man sieht's, ja an ne? der Waffe. Ja, da muss ich ja ändern. Kann ich das wieder ändern? Glaub Nee, nicht. ich glaube nicht. Weil ich habe das jetzt ein bisschen, naja, ich Ja, finde das das macht nichts. Am jetzt. Ende hast du ja eh alles voll. Sag ich mal. Eben. Und dann hast du Und so eine Zwei-Blöcke-Waffe. ich Aber weiß ich auch finde nicht, ob man tatsächlich, dann, wenn dass man das. eine Seite voll hat, vielleicht das dann drehen kann und dann die andere Seite noch voll machen, weil dass man dann so eine richtig gute Waffe bekommt. Schau mal, ich kann so zu den Gegnern hinrushen. Zack. Ich finde das ganz lustig. Schnell wie der Wind. Ich kann so eine Ja. Explosion machen. Ah, das weiß ich auch schon, weil ein Freund von mir hat auch einen Magier, weil er hat einen LP gesehen und dachte, der Magier ist so übelst OP, deswegen hat er einfach mal den Magier genommen. Der Gut. Magier ist ja auch richtig krass, finde ich, hier gemacht. Ja, Also mega. der Warrior, den ich zuerst hatte, der ist ja ständig gestorben. Der hat zwar mehr Health Points, aber ich glaube, der hat einfach zu wenig Health Points. Er hat mehr Health Points, aber zu wenig. Ja, weil Schön zu wissen. er ist ja auch dran an den starken Gegnern, aber man selber als Magier bekämpft ja die starken Gegner sozusagen aus der Ferne Ey, und braucht sich da nicht direkt zu stellen. Das heißt, man kriegt weniger Schaden ab, schon mal von Schau vornherein. mal auf die Map. Ich weiß nicht, Ja. ob du das siehst, aber ich sehe da hinten diese Curlan Mountains. Was Da denn würde ich gerne wo? mal hin. Das ist so, wo diese Schwerter da. Da gibt es, glaube ich, immer Bosse oder so. Auf jeden Fall bin ich da allein Ja, nicht wir können durchgekommen. ruhig mal dahin. Ich folge dir einfach. Und was sagt die Uhr? Wir haben bestimmt noch Zeit. Wir haben ja jetzt nur ein bisschen rumgekostümisiert oder so. 3 Minuten, aber da können wir uns ja schon mal auf den Weg machen. Eben. Gut, ich schau mal kurz in welche Windrichtung. Windrichtung? In welche Richtung es ist. Wusstest du Richtung übrigens, Südwesten. wenn man schläft, vergeht die Zeit schneller? Echt? Ja. Cool zu wissen. Also das heißt, Weil ich wenn Nacht fand. ist, legen wir uns einfach hin, dann lassen wir die Nacht vorbeigehen und dann haben wir wieder Tag. Ich wollte dir folgen, also musst vorangehen. Weil ich jetzt nicht Alles genau weiß, klar. zu welchen Schwertern du wolltest, denn die Map hier habe ich ja noch nicht aufgedeckt selbst. Oh, Ich warte habe mal. auch Hier hat einer eine nicht. grüne Okay, ich warte. Sprechblase über dem Kopf. Ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Oh ja, cool. Sedara Castle. Oh. Ich schaue auf die Map, ob ich die schon Er gefunden habe. gibt's mir auf Nein. meine Map, sagt er. Sedara Oh, Castle da gut. hinten. Aha. Sehr Ja, und die lustig. ist auch blau, also nicht rot. Ja, das ist bestimmt eine Quest, die man jetzt in unserem Level erledigen könnte. Ja, aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt trotz, Ja, obwohl dann gehen wir. mir ist das egal. Wir müssen sowieso dann später wahrscheinlich mal. Oh, die Map kann man aber ganz schön weit rauszoomen. Na, wahrscheinlich, weil es auch unendlich weit gehen soll. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann dazu generiert, weil bis jetzt ist ja da eine Grenze, wenn man jetzt ganz weit rauszoomt. Na gut. Ich würd mal sagen, wir gehen jetzt Richtung Krokor Castle. Hast du das auch auf deiner Nee, habe Map? ich nicht. Deswegen wollte ich dir ja Komisch, folgen. das wurde mir jetzt auch angezeigt. Und dahinter ist dann dieses Sedara Castle. Also ich würde mal sagen, wir gehen jetzt Richtung Krokor Castle. Das ist Richtung Süden. Ab in die Sonne! Süden? Wo ist hier Süden? Die Map kann ich hier Oben. drehen, also. Oben ist doch Süden, Westen, Norden und Also wir Osten. gehen sozusagen in Richtung Sedara Castle, aber dann noch ein Stück irgendwo anders hin. So nach Ja, dem nein, Motto. direkt auf dem Weg zu Sedara Castle ist noch eine andere Castle und da gehen Also, wir jetzt einfach mal wenn hin. du auf dem Weg irgendwelche Holzblöcke oder so findest, sag Bescheid, weil die nehme ich dann gerne mit. Also Bäume sind hier genug, leider kann man die halt Die nicht kann man leider fallen. nicht ernten, ja. Man kann Aber noch solche naja. Büsche abernten. Ich habe auch, Ich glaube ich, noch ein weiß. bisschen Eisen für dich nachher. Dann Cool, kannst du sehr deine nett von Waffe dir. verbessern. Ich würde es wahrscheinlich eh nur verkaufen dann. Aber diese Blöcke sind nicht allzu viel wert. Ich habe mal geschaut, ich glaube, ein Eisenwürfel hat 2 Copper oder Ja, so. ich weiß nicht, vielleicht findet man dann auch später noch bessere Sachen. Immer diese Herzpflanzen schön einsammeln, da kann man sich schön Tränke machen davon. Ich weiß, aber ich weiß nicht genau, wo man die Flaschen kaufen kann. Doch, Ich hier habe bei mal welche diesem bekommen. komischen Händler kannst du die Flaschen kaufen, wo dieser Sack ist. Ach so, der Zack, Ja, ne? und ich habe Okay, mir zum hier deine Beispiel Katze. Ach, ich mag 42 Katzen, die gucken Flaschen mir jetzt komisch. gekauft letztens. Und du musst aber gucken, weil Flaschen. Oh, die Bären würde ich jetzt nicht angreifen, die sind, glaube ich,
Das so sind krass. keine Bären, das sind, ich glaube, Stiere, oder? Die werden mir gar nicht Oh ja, angezeigt. Bullen sind es. Skalbull. Weg. Ich habe die mal angegriffen, aber damals, als ich die angegriffen habe, waren die noch plus 1. Also Skullbull plus 1. Das ist dann noch eine Stufe schwieriger. Und ich habe überhaupt keinen Schaden gemacht, wirklich. Es Nichts gibt Schaden. auch Gegner, die besonders sind. Also das sind meistens solche Questgegner, da wo wir Sind es jetzt nicht hingehen. Bosse? Naja, solche Bosse. Aber es gibt auch welche, die laufen einfach nur so rum. Weil die normalen Bosse sehen ja genauso aus wie die normalen Gegner von Oh, der warte, Rasse, warte, nur warte, warte. größer. Die können zu uns und nein, Nee, doch nicht. gehören Sie nicht. Gut, dann gehen wir zu. Scheiße! Nein! Alle vier auf einmal, hast du das gesehen? Ich weiß, dieser Angriff, den die machen, Ah, da hinten der ist ein ist. Busch. Erntet den ab. Oh, wo ist ein Busch? Aber das sind Zwiebeln. Also Warte, na, Onion. die können wir aber schaffen, glaube ich. Ja, die schaffen wir auch. Die sind dazu da, um Zwiebeln zu Ja, bekommen. das ist schön, ne? Ich finde das lustig. Da Ja. kann man sich irgendwie solche Zwiebelsuppen oder so machen. Wo bist du denn da Nein, oben? wenn man die Zwiebeln mit Pilz. Ich bin da, wo du Ach ja, so ein gestorben Schaschlik, so ein Pilzschaschlik, ne? bist. Ja, so ein Pilzschaschlik sozusagen. Hier, ich glaube, du musst auch diese Cotton Plants abernten, damit du dann solche Cotton Boots und so herstellen kannst. Ich weiß. Oh nein, die kommen wieder. Mann, die scheiß Zauberer. Ah, ja, Aber. dieser eine Angriff ist so krass von denen, oder? Also, Ich weiß, ich die sind gar nicht so hoch von der Stufe, aber wenn die diesen Angriff machen und man steht dann direkt drin, dann ist man Ich natürlich weiß, dran. da bekommt man, glaube ich, durchgängig so 15 Schaden oder so. Wo bist du denn hin? Ich sitze jetzt da hinter dem Stein an dem Todesort. Hallo, seht meinen Namen? Hier, ich hüpfe mal kurz, während ich esse. Gut, hier bin ich. Hallo, hallo, hier oben. Cool. Wir machen die So. einzeln, oder? Naja, die schaffen wir zwar auch bald, aber es wäre eigentlich ganz nice, wenn wir die einzelnen machen, dann bekommen wir vielleicht nicht so viel Schaden auf einmal. Und den anrushen, nein, geht noch nicht. Schön. Ich nehme mal die Zwiebeln, du kriegst die anderen. Wir teilen brüderlich. Nein, das ist meine Herzpflanze. Habe ich gar nicht gesehen, aber ja, mach nur. Ja, gut, Richtung Süden müssen wir ja, 15 ne? Minuten sind auch gerade wieder um, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge töten wir mal da diesen Lemon Beetle, der ist eigentlich Ja, ganz. der ist orange, der geht noch. Der geht noch. Aber lass uns erst in der nächsten Folge machen, noch nicht reinlaufen direkt. Ja, oh, der kommt in unsere Richtung. Ah, den wollen wir Wirklich? uns doch für die nächste Folge aufheben. Gut, dann würde ich mal sagen, ich mache mal die Verabschiedung. Mache das. Gut, also ich hoffe, euch hat dieses neue LP gefallen. Boah, jetzt rushe ich hier schon nach vorne. Das war jetzt ein bisschen Der kommt zu kontraproduktiv. uns. Nein, 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 der hätte das nicht angegriffen. Doch, der Nein. hätte mich angegriffen. Das weiß ich ganz genau. Dann greife ich ihn mal an. Schau mal, ob ich ihn. Oh, er ist ohnmächtig. Perfekt. Ja, die Oh, ich Zweitangriffe sehe sind immer. nichts. Oh, eine Gut, er Formel. ist. Ist das eine Formel für deinen oder für Warrior oder irgendwas anderes? Keine Ahnung, muss mal schauen. Also, Ah, da, währenddessen Betten, mache ich. guck. Betten, cool. Ah, nein, jetzt esse ich schon die ganze Zeit. So. Oh Gott, ich schlafe noch nicht und mache schon Geräusche. Das ist ein bisschen. Ich Das komme hier ist nicht rein. Schlafwandeln. Schlafen, genau, gut. So, dann nochmal mit der Fresse auf dem Boden. Bisschen pennen, gut. Also, falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Daumen runter, falls es euch leider Gottes nicht gefallen hat. Schreibt dann in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Und ja, abonnieren, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt. Schaut am besten auch mal beim O-Comic vorbei. Und ja, alles andere ist dann in der Videobeschreibung. Und ja, sonst sowas? Nein. Nö, Tschüss. tschüss. Du musst auch aufhören zu schlafen, wenn du volle Gesundheit hast. Ich weiß, wer auch kann. Ja. Weil dann die Zeit sonst schneller vergeht, weißt du? Und dann haben wir schnell wieder Nacht dann. Aber geht es eigentlich auch, wenn nur einer von beiden Ja, schläft? hab's Oh, gerade cool. gesehen. Gut, also, ne. Machen wir gleich die nächste Aufnahme. Genau. Gut, also, Was kommt da hinten? egal, ich starte auf jeden Fall Fraps in 3, 2, 1. Oh Gott. So, was kommt da? Oh, da Oh, kommen scheiße, ich die. wollte gerade sagen, die haben uns nicht Nein, gesehen, aber sie haben uns Hilfe! gesehen. Ah! Verdammt, okay, ich greif mal an. So, der ist ohnmächtig. Oh Gott, oh Gott. Ich bin erst Level 2, ich habe ein bisschen Scheiße! Angst. Was ist das Bist du denn? tot? Bist du tot? Hilfe! Ich bin tot. Ah, du kämpfst doch ein bisschen weiter. Toll, wir haben die Folge noch nicht mal gestartet und sind tot. Das ist ein bisschen kommen. Naja, komm. Ah, nein, er hat mich erwischt. Ich wollte noch einen Trank trinken, aber jetzt bin ich natürlich tot. Okay. Damn! Wo sind denn Damn. die hergekommen? Oh, und hier ist Saphir, Saphir-Depot. Oh, sehr schön. Ah, verdammt. Das.
Das hole ich mir mal gleich, aber erst in der nächsten Folge, okay? Gleich in der nächsten Folge. Ich glaube, die nächste Folge hat gerade schon angefangen, oder? Gut, also ich würde sagen, ich fange mal kurz an, da machst du die Verabschiedung. Ja. Und ja. Also, hast du Fraps? Ja, du lässt es, glaube ich, durchgängig. Manu! Hol's dir. Okay. Oh Gott, die Saphire. Es gibt auch Smaragde. Was ist denn das, ne? Da unten? Also, Emeralds, was? Ein Knobold. Kein Kobold, ein Knobold. Ein Knobold. Ist das Knoblauch? Ja, scheiße, ein Magier. Verdammt. Soll ich dir helfen? Das ja, wäre vielleicht ganz nett. Ein Knobold. Wirklich. Wo ist denn der andere? Da. Der ist tot. Sehr gut. Keine Ahnung. Ist das schon? Nein. Das sind auf jeden Fall wieder Swimming. Gut, dann fange ich mal an. Jo. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Cube World Together zusammen mit dem O-Comic. Hallo. Gut, und wir sind ja einmal gestorben zwischen den Folgen oder zwischen der Folge. Ja, ich hab's noch mit drauf. Ich denke mal, ich werde das auch mit reinnehmen dann. Was ist denn jetzt passiert? Was denn überhaupt zwischendurch passierte und warum wir denn überhaupt gestorben sind. Einen heldenhaften Tod. Ich weiß, Zauberer haben uns angegriffen. Ja, das auch. aber auch diese komischen, was war das? Entschuldigung, falls bei mir gerade Blackscreen ist. Irgendwas stimmt gerade mit Cubert nicht. Ich versuche das mal ein bisschen zu ändern. Oh Gott, 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 oh Gott. Verdammt. In die Richtung wollten wir. Cubert hat sich aufgehängt. Na toll. Boah, dann muss ich ja nochmal neu starten, ey. Ich suche gerade eine Übernachtungsgelegenheit. Wäre gar nicht so schlecht und ich muss... Weil ich gerade was zum Pennen brauche. Und ich muss irgendwie Cube World zum Schweigen bringen. Ja, starte das mal neu. Ja, wenn es sich erst mal schließen würde, ich habe so einen weißen... Also wirklich, Entschuldigung.